Schwarze Löcher gelten als die Bösewichte des Universums. Zum Glück ist unsere Erde sehr weit von einem dieser Ungetüme entfernt und so besteht nur eine äußerst geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann eingesogen werden. Ganz unmöglich ist es allerdings nicht. Es gibt sogenannte marodierende schwarze Löcher, die durch die Galaxie streifen und eines Tages auch uns erreichen könnten. Aber was würde geschehen, wenn ein Mensch ins schwarze Loch gesogen würde? Könnte er das überleben? Oder sind schwarze Löcher vielleicht auch so etwas wie Portale, die zu einer anderen Welt führen? Darum geht's in der heutigen Folge auf Wissensautomat. Schwarze Löcher sind unfassbar schwer. Ihre Schwerkraft übersteigt mindestens 100 Mal die Gravitation unserer Sonne. Manchmal sind sie sogar mehrere Millionen Mal schwerer. Ein Mensch würde also von dieser Schwerkraft erfasst werden, wenn er sich dem schwarzen Loch nähert. Erst würde er relativ langsam hineingezogen werden, dann immer schneller. Ein Effekt tritt ein, den der verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawking Spaghettisierung genannt hat. Der eingesogene Mensch würde viele Kilometer in die Länge gezogen werden, dabei aber nicht zerreißen. Je näher man dem Mittelpunkt des schwarzen Loches kommt, desto stärker würde die Gravitation an euch reißen. Was dann auf dem weiteren Weg zum Mittelpunkt des schwarzen Loches mit euch geschehen würde, erklärt euch nun Tim von Astro Comics TV, der dazu auch einige Animationen erstellt hat. Irgendwann würde man den sogenannten Ereignishorizont überschreiten. Das ist die Grenze, hinter der noch nicht einmal mehr das Licht dem schwarzen Loch entkommen kann. Da Lichtgeschwindigkeit das schnellste ist, was es im Universum gibt, ist ab hier also eine Flucht völlig unmöglich. Auch Nachrichten oder optische Informationen dringen ab hier nicht mehr nach außen. Ihr könntet also weder noch eine letzte WhatsApp schreiben, noch könnte euch irgendjemand von außerhalb des schwarzen Loches sehen. Ihr nähert euch nun unaufhaltsam dem Mittelpunkt des schwarzen Lochs. Einer unfassbar verdichteten Masse, die noch nicht mal einen Millimeter groß ist, aber dafür fast unendlich schwer. Diesen Mittelpunkt nennt man auch Singularität. Ihr werdet nun zusammengequetscht, bis ihr selber unfassbar winzig seid. Und dann? Dann seid ihr Teil der Masse des schwarzen Lochs. Das schwarze Loch ist kein Portal in eine andere Galaxie, ihr seid für immer in seinem Inneren gefangen. Eine spannende Sache ist übrigens geschehen, während ihr ins schwarze Loch gesogen wurdet. Ihr habt eine Zeitreise gemacht. Das schwarze Loch besitzt nämlich eine derart massive Schwerkraft, dass es sogar die Zeit anzieht. Während ihr also einige Sekunden in das schwarze Loch hineingesogen wurdet, wären auf der Erde also mindestens mehrere Monate oder Jahre vergangen. Natürlich würdet ihr das nicht mehr mitbekommen, weil ihr ja für immer in den Untiefen des schwarzen Loches verloren seid. Eine Reise ins schwarze Loch würde man also definitiv nicht überleben. Falls euch interessiert, welche Todesursachen es noch im schwarzen Loch gibt, schaut euch unbedingt diesen Clip auf Tims Kanal Astro Comics TV an, den ihr übrigens auch abonnieren solltet, wenn ihr euch für den Weltraum interessiert. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao!